Hallo, hier ist Herr Backo und heute habe ich für euch wieder Panini. Ihr hört richtig, zurzeit ist Hammer. Dankeschön, Panini. Vielen, vielen Dank. Ich bekomme dauernd Postsendungen von Panini. Ihr seid echt spitze, das hätte ich nicht gedacht. Ich habe hier jetzt ein paar Comics wieder für euch, wo ich präsentieren möchte. Ich habe normale Comics und dann habe ich natürlich wieder etwas bessere Comics, Softcovers. Also alle Comics sind geil und die möchte ich euch jetzt zeigen. Deswegen werde ich jetzt abwechselnd machen. Erst so eins präsentieren und danach so eins präsentieren. Und wir fangen an mit Deadpool. Deadpool, wisst ihr ja, wenn ihr meine Streams oder meine Videos verfolgt, den ersten Film mochte ich nicht. Die Comics liebe ich und den zweiten Teil liebe ich, also von dem Film. Der zweite Teil von Deadpool ist mit einer der besten Filme letztes Jahr gewesen, 2018. Und deswegen habe ich auch Panini natürlich angeschrieben, gefragt, ob ich dieses Comic bekomme. So, ihr werdet sagen, wieso dieses Comic? Letztes Mal ist ja auch ein Deadpool gehabt. Natürlich, ich möchte jetzt Comics von Deadpool, ich finde den geil, ich will den einfach weiterlesen. Okay. Wir heben jetzt rein. Ich zeige euch natürlich die Front. Wie immer mega cool. Und ich finde immer geil, dass bei ihnen halt letztes Mal war nur Captain America Schild liegen. Es ist halt auch noch hier Iron Man, sein Helm, hier Captain America, Thor. Das sind die ganzen Avengers Waffen. Richtig, richtig cool. Da denkst du immer, was geht denn hier ab? Warum ist denn das so? Deswegen habe ich das Comic gleich, wo ich es ausgepackt habe, wird durchgelesen. Von der Story sage ich euch jetzt natürlich nicht viel. Ich möchte nicht zu viel spoilern. Comics kann man schneller spoilern als Filme, deswegen lassen wir es. Aber ich sage euch nur, das ist das Heft von 1. Februar 2019. Mega geil. Und das ist Band 1. Also das ist Band 1. Ich hoffe, ich kriege die anderen auch noch. Jetzt gehen wir ein bisschen zur Bewertung. Erst natürlich bewerten wir das Heft, wir dürfen hier nicht so lange rumtun. Das Cover finde ich mega cool, habe ich jetzt schon erwähnt. Er mit einer Riesengun und mit dem kaputten Schild. Dann hinten ist Werbung dran. Hier sieht man nochmal die Werbung. Natürlich ist der Preis diesmal vorn. So. Und der Preis kostet das Heft 4,99 €. Und ich finde, es ist für ein ganz normales Comic-Heft ist es ziemlich dick. Deswegen würde ich dafür locker und tausendmal 4,99 € ausgeben. Jetzt gehen wir auf die Zeichnung. Zeichnung ist wieder natürlich, wie wir es von Marvel gewohnt sind, richtig, richtig cool. Und du bekommst diesmal nicht nur das Comic, sondern ist hier in der Mitte auch Poster. Bloß muss ich euch sagen, ich habe das Poster noch nicht rausgeholt. Warum habe ich das Poster noch nicht rausgeholt? Weil ich zu blöd dafür bin. Das war damals immer bei den anderen Comics als Kind, waren öfters mal Poster drin und wenn ich die Knüppel da aufmache, habe ich es nicht mehr zusammengekriegt und das Heft ist auseinandergefallen. Deswegen werde ich das nicht rausholen. Damals habe ich dann versucht, das rauszureißen. Dann hast du aber zwei Löcher dann irgendwie, zwei große Löcher. Das ist mega, mega blöd. So, hier zeige ich euch nochmal ein bisschen. Da ist doch noch ein anderes Heft. Da ist nochmal ein bisschen andere Sachen drin. Ihr seid ja gewohnt für die Comics. Da brauche ich nichts dafür sagen. Ich sage nur einfach, Panini ist mit der geilsten Firma, wo ich kenne. Ich bin echt ein YouTube, so groß bin ich nicht. Ihr wisst es ja selber, ihr seht es ja. Aber Dankeschön, vielen, vielen Dank, dass ihr mich so unterstützt mit meinen ganzen Projekten. Und deswegen, jetzt gehen wir nochmal auf die Story ein. Die Story ist mega geil, ist spannend und es macht Spaß. Ich brauche die anderen Hefter, Leute. Ich brauche die anderen Hefter, das ist bestimmt wieder eine Zucht von mir. Und von der Qualität ist es cool. Es ist ein Comic. Ihr wisst, wie sich ein Comic anfühlt. Ihr wisst, die Qualität vom Comic, die ist immer gleich gut, sage ich. Und der Preis finde ich auch der Hammer. Deswegen sage ich, von mir ist es eine richtig krasse Kaufempfehlung an euch. Holt euch das Heft. Ihr werdet viel Freude haben. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Es ist mega geil. Es ist mega geil. Holt euch das Heft. Totale Empfehlung von mir. So, jetzt kommt ein bisschen dickeres Bändchen ran. Nämlich mit 140 Seiten hat das Ganze. Ich gucke jetzt nochmal auf den Preis, dass ich euch jetzt nichts Falsches sage. Mit 15 € sind wir dabei. Und jetzt sagt ihr, um was geht es? Um Darth Vader. Darth Vader. So. Das erlöschende Licht, Darth Vader, das erlöschende Licht, Leute. Mega, mega cool.
Es ist ein Softcover, wie ihr es sehen könnt auch natürlich. Ist richtig, richtig gut. 140 Seiten. Den Preis für 15 Euro finde ich total fair für dieses Heft. Oder für den Comic, sag mal eher. Für Softcover. Jetzt zeige ich euch natürlich Vorder- und Rückseite. Ihr habt gerade eben schon gesehen, hier ist Darth Vader's Helm mit seinem Lichtschwert, was mega geil ist. Ich liebe Lichtschwerter. Und hier hinten ist er nochmal zu sehen. Von der Story her fand ich es richtig, richtig gut, wo ich jetzt überrascht war. Ich kenne andere Comics, wo mehr Text haben. Also das ist wirklich ein Comic, viele Bilder. Jetzt habe ich hier mal eine Seite aufgerufen für euch, wo jetzt ein bisschen mehr Text ist. Aber durchschnittlich hatte ich das Gefühl, es ist weniger Text und mehr Bilder. Also mehr Action, weniger Gelaber. Dafür, da bringt es immer auf den Punkt. Alle, wo mich hassen, ist halt gedrückt. So. Das stört nicht, weil man kriegt, die ganzen Informationen kriegt man, so viel Text ist schon da, dass man dann das Ganze gemütlich durchlesen kann und auch versteht. Die Bilder, die Grafik, wie es gezeichnet ist, ist Oberburner. Also mir hat es mega gut gefallen. Hier sieht nochmal Darth Vader in Action. Ich hoffe, ich hebe es richtig rein, weil ich gerade nichts sehe. So. Bin sehr begeistert. Mir hat es richtig Spaß gemacht, das Comic da durchzulesen oder durchzuschauen. Der Preis von 15 Euro für 140 Seiten und die Qualität, weil geht nicht kaputt, geht nicht kaputt. Ich sag immer, nur wenn ihr jetzt meint, ihr müsst euren heißen Kaffee drüber kippen, dann habt ihr selber Schuld. Aber nicht lang rumschnacken, ist eine Kauf- oder Schauempfehlung. Nein, keine Schau- oder wo ist eine Schauempfehlung? Das sage ich ja mal zu den Filmen, ist eine Kauf- oder Schauempfehlung. Das ist eine Kauf- und Lesempfehlung, sage ich jetzt mal so. Und hab viel Spaß, wenn ihr das lest. Da. Vader, Star Wars. Jetzt kommen wir nochmal zum Comic-Heft. Mit Preis von 6,90 Euro ist es ein bisschen teurer als Deadpool. Aber ich finde, letztes Mal hatte ich die Simpsons-Heft für 3,90 Euro. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das war. Das waren wirklich 3 Seiten, was man aufgeblättert hat. Und dann war man durch. Fand ich blöd. Hat mir nicht gefallen. Aber hier habe ich euch das hier. Ja, da seht ihr mal, voll abgedrehte Helden, was man eigentlich nicht so kennt, hier mit ihr, also ist jetzt nicht so wirklich, dass man sie kennt, aber sie ist ja Spider-Woman, oder was sagt man ja, von einer anderen Galaxie, da möchte ich jetzt euch nicht so viel sagen, oder von einem Paralleluniversum, das seht ihr jetzt in den neuen Spider-Man-Filmen von Sony, da seht ihr das, und das ist Avengers Spezial Champions. Das Geile ist auch noch, da hinten seht ihr auch noch die Werbung von unserem anderen Comic hier, was wir schon durchgelesen oder was wir gerade präsentiert haben. Was sage ich zu dem Ganzen? Ich fand es interessant, weil mit vielen Helden konnte ich jetzt nicht viel anfangen, ehrlich gesagt vom Cover her. Das war jetzt nicht so, dass ich abgegangen bin und gesagt habe, wo bin ich alle? Aber trotzdem mega, mega, mega geil, wohl man kennt doch im Prinzip alle. Wo drauf ist. Hier ist Iron Man so gesehen. Ich möchte gar nicht so viel drauf. Ich sag jetzt nichts. Ich sag nur, von Cover her finde ich es geil. Das Comic war auch richtig cool durchzulesen. Hat mir Spaß gemacht. Da hätte ich mir sogar noch mehr gewünscht. Noch einen Film von der ganzen Gruppe. Die ist sehr lustig. Bin mal gespannt, ob da mehr kommt. Tierisch Spaß gemacht. Ist eine Schau- oder Leseempfehlung. Ich zeige euch noch mal ein Bild natürlich, aber ich möchte nicht zu viel zeigen. Nachher habt ihr das ganze Comic gesehen, da braucht ihr es nicht mehr kaufen. Ja? So, also danke Panini, mega, mega cool. Hat mir wieder Spaß gemacht und ich finde der Preis für was Neues, 79 Seiten sind es auch noch und das für 6,99 Euro kann man sich gönnen. So, und jetzt kommen wir zu dem mega, mega Abschluss. Hier ist mein absolutes Lieblingscomic jetzt von der ganzen Bändern. Ich habe das immer falsch gehoben. Ich habe das immer so gehoben. Ja, jetzt seht ihr das mal. Wer gedacht habe, oh, ich muss das so heben. Nein, das ist so. Das ist Spider-Man. Ihr seht, das ist Spider-Man Peter Parker. Und da habe ich mich mega verliebt in das ganze Comic. Das ist so geil gemacht, die Story ist richtig übelst fett, lustig, Spider-Man kommt nochmal richtig gut rüber. 150 Seiten hat es, kostet ein bisschen mehr als jetzt das Star Wars, kostet 16,99 Euro. Das sind 6 US-Hefter, so wie ich das jetzt gelesen habe, jetzt erst. Aber mega cool, da sind auch alle dabei, wo man so kennt.
Zeichnung ist für mich absolutes Highlight, weil es hat diesen Neueffekt, aber auch viel so der alte Spider-Man sieht man noch da drin. Also von der, das ist ganz komisch, man hat schon das Gefühl, man guckt den neuen Zeichenstil an, was so jetzt neu ist, aber es wirkt halt auch wie früher noch. Und hier ist nochmal. Richtig, richtig Spaß gemacht, kriegt einen Ehrenplatz bei mir im Schrank. Dankeschön, Panini. Das Heft ist mein absolutes Highlight von denen, wo ich jetzt gezeigt habe. Die anderen sind auch sehr gut und auch eine tolle Kaufempfehlung, aber Leute, das müsst ihr gelesen haben. Spider-Man Peter Parker. Ich zeige jetzt nochmal die Vorderfront. Das habe ich voll vergessen, weil ich so gehypt bin. Und das Cover auch so komisch ist. Ihr könnt es auch hier so hinstellen. Dann habt ihr den gerade oder ihr macht es so. Dann hängt er über Kopf. Aber das soll auch so sein. Oder er hängt so in der Luft quer. Ist aber cool. Und hinten habt ihr halt auch noch das hier. Jetzt auch Bock auf einen Hotdog, aber dürfen wir nicht. Wir machen ja Fitness. Also hier nochmal der Text, der Preis ist hinten drauf. Und von Panini. Mega, mega cool. Dankeschön, Panini. Das war auch jetzt Band 1. Bin mal gespannt, was da noch kommt. Das werde ich auf jeden Fall im Auge behalten. Auch wenn jetzt Panini mir kein Heft mehr schickt, werde ich mir auf jeden Fall die weiter kaufen. So, das war es jetzt, die große Panini, also nicht groß, letztes Mal hatten wir mehr. Wir haben jetzt 4 Hefte gezeigt. Ich habe auch ein Projekt für Kinder, das ist von DC. Und das sind so extra Comics gestaltet für Kinder. Die werden wir dann nächste Woche noch besprechen, auch von Panini. Vielen, vielen, vielen Dank und wünsche euch jetzt noch viel, viel Spaß bei allem, was ihr macht, bei Comics lesen, bei Filme schauen, mir zugucken, wie ich streame. Guckt alle zu, wie ich streame, ich brauche mehr Zuschauer. Viel Spaß dabei, ich bin raus. Tschüss.